Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video mit virtuellen Methoden beschäftigt und wie sie überschrieben werden können. Und in diesem Video schauen wir uns sogenannte abstrakte Methoden an. Und dazu fangen wir einfach gleich an. Wir schreiben eine neue Klasse, die heißt Mitarbeiterverwalter. Die schieben wir uns in eine neue Datei. Und hier möchten wir jetzt eben keine virtuelle Methode definieren wie vorher, sondern eine abstrakte. Wir geben hier ein Mitarbeiter-Array zurück. Und wir sehen hier, wie die Definition einer abstrakten Methode ausschaut. Der Unterschied zu normalen Methoden ist, dass wir hier keinen Scope für die Methode aufmachen und hier unseren Code reinschreiben, sondern wir schließen hier den Funktionskopf direkt mit einem Semikolon ab und zeichnen die Methode deshalb auch als abstrakt hier vorne. Und wir sehen schon, der Compiler gibt noch einen Fehler aus. Das liegt daran, dass wir, wenn wir ein abstraktes Member haben, ebenfalls die Klasse als abstrakt kennzeichnen müssen. Das schaut dann so aus. Was wir hier sehen, ist irgendwie was total Verwirrendes, weil wir hier überhaupt keine Implementierung in der Klasse haben. Und genau das ist auch der Sinn von abstrakten Methoden. Dieses Mitglied hier, diese Funktion, kann nur von ableitenden Klassen implementiert werden. Das schauen wir uns gleich mal an. Wir haben hier beispielsweise eine Datenbank Mitarbeiterverwalter und wir leiten jetzt von dieser Klasse ab. Und wir sehen jetzt hier schon, wenn wir ableiten, bekommen wir hier einen riesigen Compilerfehler und der sagt uns letztendlich bloß, dass wir eben hier, wie diese Fehlermeldung sagt, diese abstrakten Member von der Basisklasse implementieren müssen. Okay, dann machen wir das Ganze mal. Das geht am einfachsten, indem man Steuerung Punkt drückt und hier Implement Abstract Class Mitarbeiterverwalter. Und wir sehen hier, der Syntax zum Implementieren dieser abstrakten Methoden ist genau identisch mit dem Überschreiben von virtuellen Methoden. Und letztendlich passiert hier auch nichts anderes. Sobald wir Mitglieder abstrakt implementieren, müssen wir sie in Subklassen überschreiben und das geht genauso mit Override. Und letztendlich tritt auch hier die dynamische Bindung, die wir im vorletzten Video besprochen haben, auch auf. Das heißt, zur Laufzeit, wenn wir das versuchen auszulösen, wird eben der tatsächliche Typ überprüft und geschaut, ist diese abstrakte Methode in welcher Subklasse überschrieben. So, was wir hier jetzt machen können. Hier könnten wir Kontakte aus einer Datenbank laden. Ich mache das jetzt nicht, weil wir das Wissen noch nicht haben, wie man das genau macht. Ich gebe hier bloß spaßeshalber diesen Wert zurück. Und was wir natürlich auch machen könnten, wollen wir natürlich nicht die Datenbank haben, sondern den Datei-Mitarbeiter-Verwalter. Und wenn wir das implementieren, könnten wir hier eben Mitarbeiter aus einer Datei laden.
So, was wir hier jetzt sehen, ist eine sogenannte Abstraktion. Wir haben schon gerade eben festgestellt, wir müssen eine Klasse abstrakt machen, wenn wir mindestens ein abstraktes Member haben. Wir können übrigens nicht nur Methoden abstrakt machen, sondern auch Eigenschaften und Events. Wenn wir ausschließlich abstrakte Mitglieder in einer abstrakten Klasse haben, dann sprechen wir von einer sogenannten Abstraktion. Also dieser Datentyp ist letztendlich nichts anderes als eine Vorgabe, über welche API eine Subklasse sozusagen verfügen muss. Und der Sinn hinter einer Abstraktion ist, wenn wir jetzt gleich mal im konkreten Beispiel sein wollen. Wie Sie wissen, ist es natürlich sehr wichtig, dass wir über irgendeinen Persistenzmechanismus in den meisten Programmen verfügen. Das heißt, wir müssen irgendwie Sachen laden und speichern können. Dann gibt es für diese Persistenzmechanismen verschiedene Möglichkeiten, wie wir das umsetzen. Wir könnten beispielsweise unsere Sachen in einer Datenbank speichern. Das würde diese obere Klasse machen. Dann könnten wir natürlich auch sagen, nein, wir möchten es im Dateisystem speichern. Das könnten wir innerhalb dieser unteren Klasse mit bestimmten Code realisieren. Wir könnten über einen Webservice, der auf irgendeinem Server übers Internet läuft, die Daten rübersenden. Und dieser Webservice kümmert sich dann um das Abspeichern. Was er dann genau macht, ist uns eigentlich auch egal. Wir müssen halt bloß ihm bestimmte Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt senden oder von ihm abrufen. Und genau da können wir eben hier wieder Kapselung und Separation of Concerns einsetzen. Viele andere Klassen, die nicht direkt mit der Persistenz zu tun haben, denen ist es vollkommen egal, ob die Sachen aus einer Datenbank geladen werden oder aus einer Datei oder auch sonst wie. Die möchten einfach bloß irgendwie einen Mechanismus haben, mit dem sie Mitarbeiter beispielsweise, wie in diesem Fall hier, laden können. Wie würde das dann aussehen? Wir könnten beispielsweise eine weitere Klasse erhöhe Gehaltsprozess schreiben. Das ist eben der Vorgang des Mitarbeiterladens und deren Gehalt erhöhen. Das könnte ungefähr so aussehen. Und diese Klasse bekommt über ihren Konstruktor eben einen Mitarbeiterverwalter. Den können wir auch so nennen. Und eben, wir hatten ja auch die Klasse Gehaltsrechner. Und diese speichern wir uns in Feldern, die wir hier sehen. Ich habe hier über mein Code-Generierungstool zwei Felder erstellt, die bloß im Konstruktor gesetzt werden können. Und die werden hier sozusagen zugewiesen. Und über diese Felder kann ich dann wieder auf diese übergebenen Referenzen, auf diese Objekte letztendlich hier unten im Prozess zugreifen. Und wir können eben sagen, dass die Mitarbeiter, die lade ich mir über diesen Abstraktion. Ich lade mir hier die Mitarbeiter, laufe durch eben all diese Mitarbeiter durch und dann nutze ich eben den Gehaltsrechner, um eine Gehaltsrechnung zu berechnen für diesen Mitarbeiter. Und setze dann eben diesen berechneten Wert wieder auf das aktuelle Gehalt.
Und dann würde ich hier eben noch die Methode auf den restlichen Mitarbeiter Verwalter aufrufen. Die gibt es eben noch nicht, diese Speichere-Mitarbeiter-Methode, damit wir eben alle Objekte, die wir jetzt hier letztendlich manipuliert haben, auch wieder dann persistieren können, damit sie für den nächsten Ruf. Also ich kommentiere diese Sache hier aus, weil wir das ja nicht explizit jetzt hier in unserer Abstraktion mit aufgenommen haben, aber prinzipiell könnte man sich vorstellen, dass wir hier eben noch eine zweite Methode haben, und das sieht dann eben so aus, dass wir hier als Parameter ein Array bekommen und dann können wir diese Sachen hier speichern. Diese abstrakten Methoden müssen wir natürlich in all unseren Subklassen implementieren. Also hier würden mit Arbeiter in der Datenbank gespeichert und hier in dieser Datei Mitarbeiter-Verwalter-Klasse müssen wir das Ganze natürlich auch machen. Hier würden Mitarbeiter in einer Datei gespeichert. Wenn wir uns jetzt diese Erhöhe-Gehaltsprozess-Klasse anschauen, dann ist sie vollkommen unabhängig davon, ob hier dieser Mitarbeiterverwalter eine Persistenzmechanismus über Datenbanken, Web-Services, über Dateisystem oder sonstige Persistenz. Systeme eben, die es so gibt, man kann sie auch auf Magnetband speichern, genau davon ist er komplett unabhängig. Wichtig ist eigentlich bloß, dass es quasi mehrere Klassen geben kann, die diese Funktionalität komplett unterschiedlich umsetzen können. Hier eben angedeutet als Datenbank, hier eben angedeutet als Dateiverwaltungssystem und im Prinzip kann diese Klasse dann durch die Verwendung dieser Abstraktion Mitarbeiterverwalter mit beliebigen Persistenzmechanismen zusammengekoppelt werden. Also wenn wir das uns im Programm anschauen würden, wenn wir diesen ganzen Code hier wegnehmen und stattdessen dann würde man eben hier den sagen, unser Programm läuft mit einer Datenbank. Das heißt, wir haben hier einen Mitarbeiterverwalter, einen Datenbank-Mitarbeiterverwalter und wir haben einen Gehaltsrechner. Hier könnten wir eben auch die Subklasse, den Gehaltsrechner mit Tracking nehmen, damit wir wissen, wie oft das Ganze durchgeführt wurde. Und dann bauen wir unseren Erhöhe-Gehaltsprozess so zusammen, dass wir eben hier einen Mitarbeiterverwalter mit übergeben und den Gehaltsrechner, genau das, was er eben als Konstruktorargumente braucht. Dann können wir diesen Gehaltsprozess durchführen. Wir führen dann hier diesen Prozess aus und je nachdem, welche Objekte wir hier übergeben, ja, wir könnten ja auch einfach dieses Objekt austauschen. Wir nennen das mal in weiser Voraussicht Datenbank Mitarbeiterverwalter und wir könnten natürlich auch hier einen Datei Mitarbeiterverwalter erstellen. So in dieser Form. Dann können wir in diesen Prozess einmal dieses Objekt injizieren und er würde in Datenbanken abspeichern oder einmal dieses Objekt injizieren. Also injizieren heißt in diesem Fall per Parameter an den Konstruktor übergeben, damit dieser Prozess
dieses Objekt nutzen kann. Und das ist Polymorphie. Letztendlich steckt hinter Polymorphie, hinter diesem Mechanismus, nichts anderes, als dass wir beispielsweise eine, wenn wir zu dieser Klasse nochmal zurückgehen, wir haben hier eine Klasse, die eben hier komplett abstrakt ist, weil sämtliche Member abstrakt sind. Und wir haben verschiedene Klassen, einmal die Datenbank, Mitarbeiter, Verwalter, der diese Abstraktion implementiert. Genauso wie hier der Dateimitarbeiter, der macht es eben auf andere Weise, wenn auch hier in diesem Beispiel nur angedeutet. Aber durch den Einsatz von Abstraktionen können wir bei bestimmten Programmteilen eben das tatsächliche Objekt, was dahinter steckt, einfach austauschen, so wie ich es hier jetzt mache. Diese Klasse funktioniert weiterhin genauso weiter wie bisher, nur haben wir jetzt eben eine andere Persistenzkomponente angebunden beispielsweise. Und das ist eben der große Vorteil von Abstraktion und eben der Polymorphie, die ja eigentlich nichts anderes heißt als Mehrgestaltigkeit auf Deutsch. Das schauen wir uns aber auch nochmal näher an. Im Prinzip kann ich meine Komponenten, meine Klasseninstanzen so zusammenstöpseln, dass sie miteinander problemlos funktionieren. Wichtig ist eben, dass wir bei gewissen Schnittstellen hier eben Abstraktion einsetzen. Wir programmieren hier nicht gegen eine konkrete Klasse, also beispielsweise den Dateimitarbeiterverwalter. Wenn ich den hier angebe, würde ich gegen eine konkrete Klasse implementieren, die keine Abstraktion darstellt. Ja? Die hat einfach eine Implementierung drin. Sobald dieser Erhöhe-Gehaltsprozess diesen Typ direkt referenziert, wie das hier jetzt der Fall ist, sehen wir, wir kriegen hier Compilerfehler, weil wir hier nicht mehr ein anderes Objekt ihm unterschieben können. Das geht nicht. Was aber sehr wohl geht, ist, wenn wir nochmal zurückgehen und hier eben direkt gegen diese Abstraktion programmieren, dass wir dann hier im Fall beim Instanzieren eben beliebige Objekte, die diese Abstraktion implementieren, dem Gehaltsprozess unterschieben können, in Anführungszeichen, und dadurch unterschiedliche Funktionalität erreichen, wenn dann hier lade Mitarbeiter über dieses Objekt oder speichere Mitarbeiter über diese Abstraktion aufgerufen wird. Ja, nochmal zusammenfassend. Es gibt eben die Möglichkeit, dass wir Members abstrakt machen. Dazu bieten wir eben keine Implementierung an, sondern schließen eben hierbei Methoden diese Sache direkt ab. Genauso können wir beispielsweise Eigenschaften, die haben wir uns ja auch schon angeschaut, also wenn wir hier sagen, wir möchten eine abstrakte Eigenschaft haben, dann setzen wir eben hier Abstract ein und sagen, das ist vielleicht die Anzahl Mitarbeiter, die in diesem Verwalter eben aufgeführt sind, und wir sagen, hier soll es eine Get-Methode geben. Das ist jetzt keine automatisch implementierte Eigenschaft, sondern das ist die Vorgabe, dass ableitende Klassen eine Eigenschaft haben müssen namens Anzahl Mitarbeiter, die ein Int vom Typ Int ist und eben einen Getter hat. Genauso sieht das dann aus. Und auch Events, die wir uns noch nicht genau angeschaut haben, können eben abstrakt gekennzeichnet werden. Felder nicht. Es ist nicht möglich, dass wir sagen, dass wir ein abstraktes Feld machen. Wenn ich das hier eben so schreiben würde. Da sagt der Compiler, das ist nicht möglich, dass ein Feld abstrakt sein kann. Warum ist das so? Abstraktionen sollen eben die API vorgeben, die andere Objekte nutzen können. Und wenn man eben diese von diesen Abstraktionen ableitet, implementiert man letztendlich bloß diese Vorgaben, die hier gemacht werden.
Und wie dann, wir haben ja auch gesagt, zur Kapselung gehört, dass man Datenhoheit hat. Und hier wird eben nicht vorgegeben, dass es ein bestimmtes Feld geben muss, auf das man von außen zugreifen kann. Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass wir ja sowieso nicht Felder öffentlich machen sollten, sondern dass die privat bleiben sollten. Also im Prinzip gibt man nur Methoden innerhalb von Abstraktionen vor. So, dann kommen wir nochmal zu einem wichtigen Punkt, der sehr ähnlich ist mit den virtuellen Methoden, weil ja die Funktionalität, die hinter abstrakten Methoden steckt, die dynamische Bindung genauso auch hier zutrifft. Was wir nicht machen können, ist, dass wir hier statische abstrakte Methoden machen. Eben wie schon in vorherigen Videos auch angeklungen ist, ist statisch nicht für eben Vorgaben für die Polymorphie und für eben virtuelle oder abstrakte Methoden geeignet. Folglich können wir hier nicht das Schlüsselwort static anwenden. Was wir ebenfalls machen können, ist, wenn wir von Dateimitarbeiter wieder ableiten, dann können wir auch wieder diese Lademitarbeiter-Methode überschreiben. Das geht. Wenn wir das verhindern möchten, müssten wir hier eben ein Sealed davor schreiben. Dann wäre es nicht mehr möglich, dass man von Dateimitarbeiterverwalter ableitet und dann diese Lademitarbeitermethode nochmals überschreibt. Das geht nicht. Und ein letzter wichtiger Fakt: Konstruktoren oder Destruktoren können nicht als abstrakt gekennzeichnet werden. Das heißt einfach auch, dass dass Abstraktionen, wie wir sie hier sehen, können nicht vorschreiben, wie der Konstruktor aussehen muss. Das Erstellen eines Objekts ist eben dadurch nicht wirklich möglich. Also ich kann dir einfach auch nochmal kurz hier schreiben. Abstract Mitarbeiterverwalter. So würde ja dann ungefähr der Konstruktor aussehen. Und wir sehen schon, wir können quasi nicht vorgeben, dass ableitende Klassen eben einen Standardkonstruktor, wie hier in diesem Beispiel, haben müssen. Konstruktoren sind spezielle Methoden und tauchen in Abstraktionen nicht auf. Das geht nicht. Weiterhin, was nicht geht, ist, dass wir, sobald wir eine Klasse als abstrakt gekennzeichnet haben, können wir sie nicht instanziieren. Das heißt, wenn ich direkt versuchen würde, hier den Mitarbeiterverwalter zu instanziieren, sehen wir hier, dass wir einen Fehler bekommen. Und das liegt eben genau daran, dass diese Klasse als abstrakt gekennzeichnet ist. Und das ist auch der Punkt, mit dem ich hier dann langsam zum Schluss kommen will. Es ist auch möglich, dass Sie Klassen einfach als abstrakt kennzeichnen, wenn sie eben Basisklassen sind und für ihre Subklassen bestimmte Member bereitstellen. Das ist nicht der beste Weg, um Funktionalität zu teilen. Aber es ist ein Weg, dass man eben beispielsweise sagt, eine Klasse ist abstrakt und wir haben hier sehr viele Members, die protected sind, damit sie eben in Subklassen eingesetzt werden können und wir so ein Code-Sharing bekommen. Ne? Also alle Subklassen leiten ja von dieser Basisklasse ab und müssen diese entsprechende Funktionalität dann nicht jeweils selbst implementieren. Damit man aber als Nutzer merkt, dass die Klasse nicht selbst verwendet werden soll, weil sie eigentlich bloß Funktionalität für andere bereitstellt, kann man sie dann abstrakt kennzeichnen, obwohl sie dann selbst gar keine abstrakten Members hätte. So, aber üblicherweise nutzt man eben das so, damit man eben Abstraktionen herstellt.
Hier haben wir eine solche Abstraktion. Wenn wir bestimmte Members hätten, die eben nicht abstrakt sind, dann können wir eben nicht mehr von einer kompletten Abstraktion sprechen. Aber es gibt auch noch andere Mechanismen, um in C-Sharp Abstraktionen herzustellen, und das sind eben sogenannte Interfaces. Die schauen wir uns in einem späteren Video an. Für jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Bis bald!